So, bevor das Video hier auch nur ansatzweise losgeht. Und ja, es ist heute nur ein Infogelaber-Video. Ich weiß es. Es ist aber auch einfach schwierig, sich immer mega krass geile Sachen einfallen zu lassen. Ha, leck mich ab. So, wer es noch nicht mitbekommen hat, weil scheinbar kriegen das viele von euch immer noch nicht mit. Ich streame auf Twitch aktiv. Jeden Tag, meine Freunde. Einschalten. Da könnt ihr bei mir so Sachen machen wie Plots gewinnen, Wünsche erfüllen und so weiter und so fort. Das machen wir jeden Tag auf Twitch, wenn es klappt. Also dort einfach mal vorbeischauen. Und wer mir immer noch nicht auf Insta oder auf Twitter followt, einfach auch dort mal vorbeischauen. Meine Freunde, das kostet euch doch nichts. Was stellt ihr euch immer an? Gestern habe ich wieder mitbekommen. Ah, der Horst, der streamt ja gar nicht mehr. Doch, jeden Schön. Tag auf Twitch, verdammte Hacke, Mann. Kann doch nicht angehen, dass ihr das immer nicht mitkriegt, obwohl ich das jedes Mal sage. So, genug jetzt, ab ins Video. Leck mich am Baum. Leck mich am Mocker. Wisst ihr, ich sage euch, mich regt das hier alles auf. Mich regt das hier komplett massiv auf. Ich bin gerade so ein bisschen unterwegs auf dem Server, weil ich noch zwei, drei Sachen fertig machen musste. Ja, für die Streams und so. Und da wird mir mal langsam was bewusst. Mir wird was bewusst. Das möchte ich euch jetzt auch zeigen. Passt mal auf, ich zeige euch mal was. Das hier ist Gerste. Unser Citybuild Gerste. Jetzt gerade ist wenig los. Wir haben gerade eben die Server komplett neu gestartet, weil wir Updates gemacht haben. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Home-System, ein neues. Ja, das wurde komplett überarbeitet. Da kann man jetzt rechts und links klicken und überhaupt. Das ist also komplett neu. Und es gibt jetzt den Ehrenrang. Den könnt ihr euch jetzt für 5 Euro im Monat holen. Beziehungsweise kann der Biergott jemanden den Ehrenrang für, ich glaube, 14 Tage schenken. Ja, haben wir uns überlegt, so als Kleinigkeit. Wir haben ja immer gesagt, wir wollen noch einen Rang einführen, der günstiger ist als der Goldrang. Haben wir jetzt, ist der Ehrenrang. Soweit ich weiß, gibt es den dann auch zu kaufen, wenn der schon im Shop drin ist. Okay, ich habe Liebe gelabert. Den kann man gar nicht kaufen. Aber wir werden etwas einbauen, damit ihr euch den holen könnt. Also entweder kriegt ihr den von einem Biergottrang geschenkt für 14 Tage oder wir machen irgendein kleines Spiel, ja, wo ihr den euch holen könnt, kostenlos. Also ohne dass ihr Geld ausgeben müsst, habt ihr dann hier einen Rang bei uns. Das ist dann der Ehrenrang. Der kann dann ungefähr die Hälfte von dem, was der Goldrang kann, soweit ich weiß. Ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht. Ist aber auch egal, meine Freunde, es geht um was anderes. So, das hier ist der Spawn von Gerste. Also das und das sind eure Plots. So, vielleicht fällt euch was auf. Gehen wir mal schnell auf Malz. So, das ist der Spawn und das sind die Plots. Direkt an Malz. Ah ja. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ah ja. Aha. Aha. So, jetzt gucken wir uns nochmal Hopfen an. Das ist ja unser erster City-Build gewesen, beziehungsweise unser zweiter vor dem Crash. So, dann sehe ich sowas. Hä? Dann sehe ich sowas hier. Ja, das geht. Das geht. Da ist ja nichts dazu. Das ist in Ordnung. Das darf gerne hier stehen. Dann sehe ich sowas. Dann sehe ich sowas. Ja, Sahne. Ja, egal. Ne? Sahne, Ehrensocke hat wenigstens auch was Vernünftiges hingezimmert. Und dann sehe ich sowas hier. Ja. Ich weiß, dass wir damals im Stream das Plot hierher verschoben haben, weil wir im Stream gefragt haben. So, dann war der Stream einverstanden. So, aber vielleicht versteht ihr, worauf ich hinaus will. Wenn ihr es nicht versteht, zeige ich euch jetzt was. So, jetzt mal als Beispiel. Griefer Games. Citybuild 9. Wir kommen raus. Was sieht man? Sowas hier. Ja? Oder, wenn ich jetzt weiterlaufen würde, ihr seht, das ist ein Riesenplot. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Guckt euch das einfach mal an hier. Oder wir sind mal auf Citybuild 1 und dann sieht man sowas am Spawn, ja? Also, versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? So, heilige Mutter Gottes. Junge! Junge, guckt euch das doch einfach mal an hier. Hä? So, vielleicht habt ihr jetzt schon erkannt, was das ist. Ich werde euch die Spawnplots wegnehmen. Nee, das meine ich ernst. Die kommen alle weg. Wir werden jetzt eine neue Regel einführen. Ja, also seid mir nicht böse, aber ihr müsst mal überlegen. Die Spawnplots repräsentieren den Server. Ein neuer Spieler kommt hier auf den Server, das allererste Mal drauf, geht auf Hopfen, denkt sich, aha, ich guck mal, was hier so abgeht, läuft hier runter. Und sieht das. Das hier, lieber HDF-Killer. Aber das ist sein Plot. Ja, hier. Er hat sich umbenannt, ich weiß. Aber trotzdem, das ist sein Plot. Genauso das. So, ich weiß, dass der HDF-Killer jetzt bei uns, dass der bei uns jetzt hier Dings ist. Oh, Junge, warte mal. Das gibt's ja gar nicht. Mein Gott, musst du mir jetzt hier mitten in der Aufnahme auf den Sack gehen oder was? Hä? Meinst du, ich krieg da nicht mit? Geh mir doch nicht auf die Eier, Mann! Bam! Junge, was ist mit dir? So, ihr kommt hier also drauf. Ja, es gibt übrigens, das kann ich euch auch noch erzählen. Ihr kommt also hier drauf und das Erste, was ihr seht, sind solche Plots, ja? Sowas hier oder sowas hier. Und dann ist einfach, ich muss sagen,
ich bin vielleicht auch nicht der Beste im Bauen, aber ich würde mich mit so einem Plot nicht an den Spawn setzen. Ja, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wir haben das eigentlich immer so gemacht, ihr konntet die Plots einfach claimen, ja, konntet die dann einfach bebauen. Und dann kommt natürlich so Liebe dabei raus. Kann ich nicht anders sagen. Ich find's... Liebe. Ich finde, guck mal hier, guckt euch das mal, das ist direkt am Spawn. Hier, Sahnetorte, was ist mit dir? Das ist direkt am Spawn, die... Ja, genauso wie deine Plots auf Malz, die sind einfach leer. Guckt euch das mal an. Geh ich auf Malz, denkt mir so, ja geil, hier ist auch nur, guckt euch das an, nichts Geiles, nichts Heftiges, nichts, wo ich sag, boah, mein Gott, ist ja riesig. Nee, hast du hier vom Sahne, hast du leere Plots, alles klar, will er verkaufen oder so, ich weiß es nicht. Ah, leck mich aber, also muss ich sagen, ich finde das zum Kotzen und deswegen machen wir jetzt Folgendes, meine Freunde. Ihr werdet schon vielleicht ahnen, was ich jetzt vorhabe. Wir werden eine neue Regelung einbauen. Die Regelung ist ganz einfach, dass wer am Spawn sitzt, muss auch bauen. Und zwar vernünftig. Ja, und nicht sowas. Ja, das könnt ihr irgendwo hinbauen. Das ist mir egal, aber nicht hier am Spawn. So, und dann machen wir das jetzt ganz einfach. Ich werde jeden von euch, der möchte, werde ich das Plot abkaufen. Ihr müsst euch das so vorstellen, er hier als Beispiel. Auch HDF-Killer. Passt so. HDF-Killer, wenn du das hier siehst, pass auf, ich erkläre, wie das funktioniert. Das hier ist ein Plot, kein Merch. Ein Plot. Du kriegst ab dem Zeitpunkt, wo wir die Regeländerung einführen, kriegt jeder die Möglichkeit, 4 Wochen habt ihr, 4 Wochen habt ihr die Möglichkeit, aus dem Plot was Vernünftiges zu machen. Ja, dann wird dann die Community, nicht ich, die Community wird dann entscheiden, ob das Ding am Spawn stehen bleiben darf oder nicht. So, und wenn das in 4 Wochen nichts Gescheites ist, werde ich mit dir, werden wir herkommen und werden das Ding vom Spawn wegschieben. Aber ich gebe euch noch eine Möglichkeit. Ihr dürft innerhalb den 4 Wochen, könnt ihr ein Ticket schreiben im Forum, das soll dann an mich bitte weitergeleitet werden. Dann kaufe ich euch die Plots ab. Also, dann machen wir das so. Ich gebe euch für die Plots Geld, ja, und dann verschiebe ich das Plot an eine gewünschte Position des Servers. Also sprich, HDF kommt jetzt zum Beispiel zu mir und sagt, ja, pass auf, ich will das verschoben haben. Und dann kriegt er von mir 100k und ich verschiebe das Plot. Das heißt, also ihr habt diese Wahl. Entweder ihr macht was draus bis über 4 Wochen ab der Planänderung, an der Regeländerung. Oder ihr kriegt von mir 100k. Oder ich verschiebe das Plot so oder so in 4 Wochen, weil es einfach nicht gebaut wird, ne? Weil da einfach nichts drauf ist. Dann kriegt er aber keine 100k mehr. Also habt ihr 4 Wochen Zeit, euch dazu überlegen, ob ihr 100k haben wollt oder ob ihr euch mal einen Clan macht oder so und was Vernünftiges draufsetzt. Also man kann auch auf einer Plot, ja, kann man auch was Vernünftiges bauen. Aber sowas hier, auch von ADF, das ist ja exemplarische Beispiele hier, direkt am Spawn. Ja, was will ich? Was soll denn das? Was ist mit dem? Weißt du, am Spawn, da wo die geilsten Plätze sind, baue ich einen Jump'n'Run hin. Natürlich, klar. Warum auch nicht? Aber sich mal Mühe geben und mal was Ordentliches hinzuzimmern, das geht wieder nicht. Statt dann wieder zu viel verlangt oder was? Nee, muss ich sagen, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Sehr. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen? Ich will einfach von euch wissen, was ihr dazu zu sagen habt. Wie ist eure Meinung darüber? Und dann können wir ja gucken, dann können wir auch mal einen Wettbewerb machen, dies, das. Wer soll an den Spawn kommen? Wer von euch hat richtig was Krankes? Ja, was auch, könnte auch größer sein, wo er einfach sagt, guck dir das mal an. Das sieht so geil aus. Das ist so groß. Das ist so heftig. Das muss an den Spawn. Immer bitte jeweils zu der passenden Welt, also nicht von Gerste auf Malz. Das ist wieder ewig viel Rumgeeiere. Ja, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Sowas geht doch zum Beispiel klar. Mein Gott, das ist jetzt nicht das hübscheste Gebäude der Welt. Aber wenn ich hier rauskomme, ne, und dann so gucken muss, dann ist das doch mal ein ganz anderes Feeling, als wenn ich hier rauskomme und sowas hier steht. Das Gebäude ist jetzt nicht unbedingt hässlich, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich finde das einfach... Liebe. Ja, ihr habt die Spawn-Grundstücke. Ich komme hier raus vom Spawn und sehe das. Ja, das ist jetzt nicht das Schlimmste, was man machen könnte, aber es ist auch nicht das Beste. Und genau, der ist auch schon seit dem 30.08. nicht mehr auf dem Server gewesen. Und genau da geht's schon los. Ja, und ich sage ich euch ganz ehrlich, ich will einfach mal, dass ihr euch anstrengt, ja. Wir hatten die Hoffnung, wenn ich euch die Plots gebe und ihr die quasi nicht erkaufen müsst oder sonst irgendwas, dass ihr was Vernünftiges draus macht. Und leider ist da nichts bei rumgekommen. Sind zwar 2, 3 Plots dazwischen, die ganz hübsch sind, ja, die man dann auch mal, die auch gut ausschauen und so weiter und so fort. Aber der Großteil ist halt Murks, einfach hingeschissen, ja, weil irgendeiner da 600k für verlangt. Ist totaler totaler Kokolores, dass da euch irgendjemand 600k für einen schön Plot am Spawn gibt. Ich gebe euch 100k und verschiebe eure Plots dahin, wo ihr sie hinhaben wollt. Ja, pro Plot 100k machen wir, ist easy. Oder ihr habt 4 Wochen Zeit, einfach selber was Vernünftiges da draus zu machen. Ja, und wenn ihr beides nicht hinkriegt, dann verschiebe ich das Ding einfach so. Machen wir. Der Termin steht ab dem Tag, wo wir die Regeländerung machen. Also wenn die heute schon eingeführt wird und ihr morgen das Video seht, dann ist es schon 29 Tage habt ihr da
leider noch, ja? Versteht ihr das? Mein Gott, seid mir nicht böse, aber das musste jetzt mal raus. Das musste gesagt werden. Das war's. Mehr war's heute nicht. Ich hab euch nicht lieb. Ihr seid... Liebe. Nee, Quatsch, seid ihr nicht. Ich mag euch. Ihr unterstützt mich momentan extrem heftig auf Twitch. Ja, also die Twitch-Streams, die werden immer heftiger. Und auch auf Twitch geht's immer mehr ab. Gerade was Geschenke und Wünsche erfüllen angeht, da kommen immer geilere Sachen zustande. Ja, wer also da noch nicht dabei war, auf jeden Fall vorbeigucken. Und jetzt abonniert ihr gefälligst noch den Channel, bevor ich mal komplett mich vergesse. Und wir sehen uns im nächsten Video.